Hier sind die News des Roboterkanals vom Februar 2021. Der Dürr-Konzern steigt groß bei der Firma Teamtechnik ein. Energy Robotics erhält 2 Millionen an Wagniskapital. Yaskawa baut ein neues Europazentrum in Hattersheim. Der Robotikverband ist jetzt offen für Mitglieder. Und wie ich berichte euch von den Innovationen der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Viel Spaß! Servus, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtech GmbH. Ich bin ein begeisterter Industrieroboter-Fan seit über 30 Jahren und steigen wir doch gleich ein in die News des Roboterkanals vom Februar. Die Firma Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH gehört nun zu 75% zum Dürr-Konzern. Den Dürr-Konzern kennen wir unter anderem von seinen Lackierroboteranlagen. Dürr hatte 2014 bereits den Holzmaschinenbauer HOMAG übernommen und seinen IoT-Bereich durch die Übernahme der Firmen Technostep und iTec ausgebaut. Der Vorstandsvorsitzende der Dürr AG, Ralf W. Dieter, sagt über den Kauf, dass durch Teamtechnik nun neue Geschäftsfelder erschlossen und die Kompetenz in der Automatisierungstechnik gestärkt werden kann. 60% seines Umsatzes erwirtschaftet der Maschinenbauer Teamtechnik im Bereich Automotive und E-Mobilität, 20% durch Medizintechnik und die restlichen 20% durch andere Geschäfte und den Service. Der Dürr-Konzern hofft, dass er so seine Präsenz in diesen Feldern auf- und ausbauen kann. Stefan Roskopf, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Teamtechnik, wird auch weiterhin mit einem Anteil von 25% an der Firma beteiligt sein. Wir wünschen den beiden Firmen Dürr und Teamtechnik viel Erfolg bei der Kooperation. Uns freut ganz besonders, dass sich mal zwei deutsche Firmen zusammengetan haben, um den Markt zu rocken. Das deutsche Unternehmen Energy Robotics hat 2 Millionen Euro an Investitionen erhalten. Energy Robotics ist ein Unternehmen, welches auf KI-Software für mobile, autonome Inspektionsroboter spezialisiert ist. Diese Software ist hardwareunabhängig und bietet beispielsweise ein Cloud-Flottenmanagement und KI-gesteuerte Datenanalyse. Die Firma hat sich auf die Überwachung von Anlagen in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie spezialisiert. Mit dem neuen Kapital soll das Produktportfolio erweitert werden. Die Firma bietet RaaS, also Robots as a Service, Mietroboter. Beispiel hierfür ist die Kooperation mit Boston Dynamics. Spot, der bekannte Roboterhund, der für Inspektionsaufgaben eingesetzt werden kann, kostet ja so um die 75.000 Euro, eine beträchtliche Summe. Energy Robotics übernimmt diese Kosten und stellt zusätzlich das KI-System. Beides wird dann dem Kunden verliehen. Im Einsatz ist Spot beispielsweise beim Pharmakonzern Merck, wo der Roboter die Flüssigkeits- und Druckstände von Tanks untersucht. Die 2 Millionen Kapital kommen unter anderem vom Münchner Startup-Investor Earlybird. Die Investition wird auch damit begründet, dass man in Energy Robotics das Potenzial einer Multimilliardenfirma sieht. Wir sind also sehr gespannt, was wir noch alles von Energy Robotics sehen werden. Die Firma Yaskawa baut eine neue Europazentrale. Da am aktuellen Standort in Eschborn kein Platz für den Neubau ist, wird die neue Zentrale in Hattersheim gebaut. Von seinem deutschen Standort aus steuert das Unternehmen seine Geschäfte in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. 23 Millionen Euro sollen in den Neubau fließen. Geplant ist ein Bürogebäude mit Platz für 220 Mitarbeiter sowie ein Parkhaus. Ende 2022 soll der Bau eröffnet werden. Die Lage in Hattersheim sei ideal, vor allem auch durch seine Nähe zum Frankfurter Flughafen.
Neben den Büros soll auch das Europäische Schulungszentrum von Yaskawa und ein Innovationszentrum mit Showroom untergebracht werden. Der europäische Präsident von Yaskawa verkündete zudem, dass eine Kooperation mit einer Hattersheimer Schule geplant ist. Die Schüler sollen an Robotikkursen teilnehmen können. Wir freuen uns, dass Yaskawa weiterhin auf Deutschland als Standort setzt und vielleicht können wir das fertige Zentrum ja mal besuchen. Viele von euch haben mich ja gefragt, wann man denn endlich Mitglied werden kann beim Robotikverband. Ja, ich habe gute Neuigkeiten. Die Webseite steht und nimmt bereits Anmeldungen entgegen. Wir müssen aber noch ein bisschen warten, bis wir notariell die Förmlichkeiten alle abgeschlossen haben. Dann können wir erst die Mitgliedsbeiträge erheben. Sobald es dann soweit ist, wird das Team des Robotikverbandes seine Mitglieder in Roboter- und Automatisierungsaufgaben beraten und zur Seite stehen. Wir wollen ja ein Verband zur Förderung von Robotertechnik in Deutschland sein. Diesen Flyer könnt ihr euch auch schon auf der Seite runterladen. Es ist auch geplant, dass wir Online- und Offline-Veranstaltungen stattfinden lassen werden. Das große Ziel ist es natürlich, das Know-how der Verbandsmitglieder zu stärken und Robotik-Experten und Einsteiger zu verbinden. Die Interessen der kleinen und mittelständischen Unternehmen werden durch den Verband gegenüber den staatlichen Stellen, zum Beispiel der Unfallverhütung, vertreten. Veraltete Normen werden überarbeitet und ein Robotik-Gütesiegel wird entwickelt werden. Selbstverständlich werden wir für die Aus- und Weiterbildung beratend und Unterstützung tätig sein und über News und Trends in der Industrierobotik berichten. Melde dich am besten jetzt auf der Homepage robotikverband.de an und sichere dir eine niedrige Mitgliedsnummer. Vom 11. bis zum 14. Januar fand ja die CES, also die Consumer Electronics Show, digital statt. Auf der Technikmesse wurde neben verschiedenen Elektronikgeräten, Gadgets und Displays auch spannende neue Roboter vorgestellt. Für den Privatgebrauch interessant sind dabei zwei Haushaltsroboter von Samsung sowie zwei putzige Kuschelroboter. Der Samsung Chatbot 90 AI Plus, ein intelligenter Saugroboter, steht kurz vor der Markteinführung. Dieser verfügt über LIDAR-Sensoren, also die Laser, die auch in autonomen Fahrzeugen verwendet werden, damit Objekte erkannt werden. Dadurch soll er sich einfach in den Räumen bewegen und Kollisionen vermeiden können. Auch soll er beispielsweise zwischen Spielzeug und Stuhlbeinen unterscheiden können. Die beste Route wird berechnet und wenn die Arbeit erledigt ist, kehrt er in seine Station zurück und entleert selbstständig seinen Beutel. Intelligente Saugroboter gibt es ja schon länger, bei denen es aber trotzdem zu Zusammenstößen kommt. Ob Samsung dieses Versprechen vom kollisionsfreien Roboter halten kann, wird sich also noch zeigen. Der Chatbot soll zunächst in ausgewählte Geschäfte kommen. Einen Termin für den Verkaufsstart in Deutschland gibt es jedoch noch nicht. Spannender, aber dafür noch in der Entwicklungsphase, sind die Roboter Butler Bot Care und Bot Handy. Der Bot Care soll sich dabei eher um das Wohlbefinden kümmern und den Menschen unterstützen. Man kann zum Beispiel den Kaminkalender mit ihm synchronisieren und der Roboter erinnert an Termine und verbindet sich mit den Meetingpartnern. Auch soll er Emotionen erkennen können und Tipps geben, etwa wenn man zu lange am Computer sitzt, animiert der Roboter zu einer Pause mit den Übungen. Ich finde den Bot-Roboter aber ein bisschen nützlicher, denn er soll Hausarbeiten übernehmen. Er hilft beim Kühlschrank oder Spülmaschine einräumen, beim Aufräumen von Spielzeug oder beim Decken des Tisches. Er soll sogar Wein einschenken können. Über Kameras und KI erkennt er das Material und die Form von Gegenständen, damit er weiß, wie er was greifen muss. Diese beiden Helfer sind noch in der Entwicklungsphase. Zum aktuellen Stand wurden keine Aussagen getroffen. Aber ich glaube schon, das ist eine Erfindung, auf die wir uns freuen können. Was sagst du? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und jetzt pass auf, ein bisschen weniger nützlich, aber dafür umso süßer sind die beiden Kuschelroboter Mofflin und Kubu. Mofflin schaut ein wenig aus wie ein flauschiges Meerschweinchen. Es gibt quiekende Laute von sich und reagiert auf Bewegungen.
Zum Aufladen legt man es in ein Körbchen. Der Roboter soll 330 Euro kosten und ab Sommer verkauft werden. Zielgruppe sind vor allem Menschen, die keine Haustiere halten können, aber gerne welche hätten. Und wenn man bedenkt, dass der Roboter weder Futter noch Tierarztbesuche braucht, ist der Preis ja auch gar nicht mehr so hoch. Ähnlich ist auch Kubu, grob gesagt ein Kissen mit einem Schwanz. Der wedelt, wenn man das Kissen streichelt. Und manchmal auch einfach so, um Hallo zu sagen. Das Kissen gibt es in einer größeren Form und in einer kleineren. Also praktisch ein Kissen to Couch und ein Kissen to Go. Laut Hersteller kann man dann das Kissen auch überall hin mitnehmen, sogar ins Büro, wenn man das denn möchte. Wie sinnvoll Kubu ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber ehrlich gesagt, putzig ist er ja schon. Das waren also die Robotik-Erfindungen auf der CES, aber schau doch auch gerne mal auf der Seite der CES vorbei. Es gab nämlich auch andere spannende Sachen, wie etwa ein Halsband, das die Stimmung eines Hundes erkennen soll, oder ein Bett mit einem ausfahrbaren, transparenten Fernseher. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib ihm einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du mehr solche Inhalte sehen wirst. Aktiviere natürlich die Glocke, damit du eine Benachrichtigung erhältst. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.